Ich habe Berufsausbildung mit Abitur bei der Deutschen Reichsbahn gemacht und wollte eigentlich Rundfunk-Reporterin werden, beziehungsweise Ansagerin oder jedenfalls in diese Richtung. Aber wer bei der Reichsbahn Abitur gemacht hat, konnte entweder bei der im Verkehrswesen studieren oder Lehrerin werden oder bei der Armee irgendwelche Berufe ausüben, als Berufssoldat oder irgend sowas. Und das wollte ich natürlich nicht. Und hatte mich dann entschieden, das auch in der Schule zu sagen, was ich wollte. Und da hat es sehr viel Ärger gegeben. Die sofort wollten die mich, das war gleich am Anfang, als wir begonnen haben im Herbst, mussten wir sagen, was wir werden wollten, was wir studieren wollten. Und da wollten die mich sofort aus der Schule rausschmeißen. Ich hatte aber in Erfurt, gab es damals auch das Theologiestudium, es gibt es ja jetzt eigentlich auch noch, aber es gab viele Theologen, die auch in der Stadt Kontakte hatten, beziehungsweise auch extern dort gewohnt haben. Und ich hatte auch immer zu den Theologen Kontakt. Und der Theologe, der bei uns in Melchendorf, ich bin aus so einem kleinen Vorort von Erfurt damals, heute nicht mehr. Und der hat mich dann mitgenommen zum Bischof und um praktisch zu kämpfen, dass ich an der Schule bleiben kann und das Abitur machen kann. Der Bischof war damals Hugo Aufderbeck in Erfurt, ein sehr guter Bischof. Und als wir dorthin kamen, hat er als erstes mit einer Filzdecke das Telefon bedeckt, hat gesagt, es soll niemand mithören und so. Und für mich war das erstmal ein ganz schöner Schock, weil ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn da jetzt los oder so. Und ich habe ihm dann meine Situation in der Schule geschildert. Und er hat dann sofort gesagt, er hat also zum Rat des Bezirkes Kontakt und nächste Woche geht er dort wieder hin. Er hat sich alle meine Daten aufgeschrieben, also meinen Namen und an welcher Schule ich bin und was es für Probleme gab. Und dort ist er dann vorstellig geworden und hat das dann, mal sagen, geklärt. Und plötzlich konnte ich an der Schule bleiben. Er hat mir auch noch den Rat gegeben, ich soll in der Schule sagen, ich will Lehrerin werden. Und auch wenn das nicht stimmt, bloß dass ich einfach meine Ruhe habe und diese Fassade auch irgendwie halten kann. Und das bin ich dann, habe ich dann auch so gemacht in der Schule. Ich habe gesagt, ich habe mich geirrt und ich will Lehrerin werden und habe dann auch gleich die Fächer angegeben. Ja, so ist es dann eben doch geworden, dass ich an der Schule bleiben konnte und dort auch Abitur machen konnte.